Route 186. Herzlich willkommen zu Phoenix Wright Ace Attorney zu Part 98. So, und das wird wahrscheinlich der letzte Part sein, dann machen wir nicht gleich direkt, dann wieder morgen weiter. Vielleicht geht weiter damit. So, dann weiter geht's. Und trotzdem, hier gibt es einen klaren Widerspruch. Das ist das Bild, das ich vor 2 Jahren gemalt habe. Der Blitz war so grell, dass ich nur schön sah. Ach Gott, aber dann habe ich hier leider nichts mit Emma hier liegen, kann das sein? Einen Moment, mal, wartet mal kurz bitte. Wem verdammt sagt. Okay. Okay. Einspruch. So. Okay. Aber das Bild, das die Zeugin malte, enthält einen gewaltigen Widerspruch. Ja. Ja. Aber ich erinnere mich, als sei es gestern gewesen. Herr Wright, vielleicht geht es schneller, wenn Sie uns diesen Widerspruch einfach zeigen. Welcher Teil dieses Bildes widerspricht dir auf Zielbericht? Nimm das! Der Widerspruch liegt natürlich hier. Sehen Sie sich doch das Messer an, das der Mann hält. Wenn Sie genau hinsehen, erkennen Sie, dass die Spitze abgebrochen ist. Sie müssen eigentlich nicht genau hinsehen, um das zu erkennen. Aber Herr Wright, sehen Sie sich die Beweise an. Sehen Sie,
Die Mordwaffe, deren Spitze ist auch aufgebrochen. Hm. Oh Mann, wenn ich mich recht entsinne, wurde die abgebrochene Spitze in der Leiche des Opfers gefunden. Es war der endgültige Beweis, dass Joe Dark der Mörder war. Es tut mir leid, Emma, aber so einfach ist das nicht. Einspruch! Hä? Wo sehen Sie das ein Problem? Es ist eindeutig wirklich. Das Opfer erlitt eine einzige Stichwunde im Rücken. Wenn das Opfer nur eine Stichwunde erlitt, dann dürfte die Mordwaffe noch nicht zerbrochen sein. Was soll das heißen? Anspruch. Vielleicht war das Messer vorher schon kaputt. Anspruch. Tut mir leid, dass ich... Ist leider unmöglich. Diese Spitze des Messers wurde in der Leiche des Opfers gefunden. Wenn es vorher schon zerbrochen gewesen wäre, hätte die Spitze doch nicht gefunden werden können. Das stimmt, aber was bedeutet Einspruch. Das? Einspruch. Das bedeutet Einspruch. Die Spitze des Messers wurde unbestreitbar in der Leiche des Opfers gefunden. Ja, okay, ich mach den letzten Part doch noch, das ist 99, und dann mache ich den Part noch und dann ist wirklich Schluss für heute. Mache ich danach noch einen, dann haben wir den letzten wirklich gefunden. Die einzige Möglichkeit erkläre, wäre, dass sich die Zeugin falsch erinnert. Einspruch! Deshalb habe ich sie oft gefragt, ob sie wirklich richtig erinnert hat. Ich glaube, sie waren darüber verärgert. Aber sie waren sich sicher, sie richtig zu erinnern. Aber es gibt keine andere Erklärung für diese Ungereimtheit. Einspruch! Nicht so schnell, Herr Edgeworth. Es gibt eine andere Erklärung. Haben Sie schon vergessen? Das kleine Etwas auch gefälschte Beweise genannt? Sie bewegen sich auf dünnem Eis, Wright. Ich sag nur, dass das zerbrochene Messer der gefälschte Beweis gewesen sein kann. Sie können das nicht bestreiten. Nein. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Behaupten Sie etwas, dass die Ermittlung sabotiert wurde? Euer Ehren, lassen Sie mich bitte nochmals die Ereignisse durchgehen, die am Tag des Mordes stattfanden. Das Polizeirevier und die Staatsanwaltschaft feierten an jenem Tag ein Fest. Nachdem er dabei zum König der Staatsanwälte gekürt wurde, verhörten Neil Marshall und Damon Gant gemeinsam Joe Dark. Während des Verhörs floh Joe Dark aus dem Raum. Marshall setzte ihm nach und wurde von Dark umgebracht. Ich glaube, das ist irgendwo dieser Bericht eine Lüge versteckt. Ich lüge nicht. Der Mann hatte wirklich ein zerbrochenes Messer. Wenn das wahr ist, dann gibt es keine andere Möglichkeit. Es kann nicht die tatsächliche Mordwaffe gewesen sein. Es muss ein anderes zerbrochenes Messer geben. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zwei zerbrochene Messer gab? Ein anderes zerbrochenes Messer, außerdem von Joe Darks? Gab es wirklich eins? Emma irrt sich, es gibt ein anderes. So. Und da wollen die
Nee, es gibt ein anderes. Es gibt ein anderes. Okay. Wenn die Zeugin felsenfest von dem überzeugt ist, was sie sah, lässt sich die Sache nicht einfach durch einen Beobachtungsfehler erklären. Alright. In jedem Augenblick sah Emma wirklich ein zerbrochenes Messer. Ich nehme also an, dass sie Informationen über diese andere zerbrochene Messer haben. Wenn das so ist, dann klären sie uns bitte auf. Diese Mordwaffe war schon vor dem Mord zerbrochen. Es gibt nur eine Möglichkeit. Sehen Sie her. Hier ist der Beweis. Und zwar... Nimm das! Die Antwort liegt in der Vergangenheit. 2 Jahre in der Vergangenheit. Genau hier auf dem Foto. Das ist das Foto von der Verleihung. Ah, was ist los, Herr Edgeworth? So. Dann räumen sie sich die Puppen, Rucci. Noch einmal, dann bist du erledigt, Alter. Das ist die zerbrochene Mordwaffe. Sehen Sie die Trophäe, die Staatsanwalt Marshall hält? Das ist ein zerbrochenes Messer. Wie bereits annahmen, war das Messer auf dem Bild nicht das von Joe Dark. Gut, dann bin ich jetzt hier im Part und wir sehen uns im nächsten Part wieder und damit auch im letzten Part und das mit... Schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ihr meinen Kanal habt, würde ich mich sehr darauf freuen. Danke, bis gleich.